Im Studio Thomas Witzthum, politischer Korrespondent der Welt, jetzt hier bei uns im Studio. Willkommen, guten Abend. Hallo. Thomas, schauen wir mal auf das, was da bisher eben noch nicht passiert ist. Man hat viel geredet, aber so wirklich zueinander gekommen ist man nicht. Jetzt kommt morgen Blinken nach Deutschland, wird sich hier auch noch mal ins Bild setzen lassen, möglicherweise vielleicht ja auch eine Strategie entwickeln. Was kann man denn erwarten, dass es mal konkreter wird? Das glaube ich nicht. Also man kann erwarten, dass das etwas freundlicher aussieht als das Treffen zwischen Herrn Lavrov und Frau Baerbock. Darum geht es, glaube ich, auch. Die Tatsache, dass Herr Blinken kaum zwei Wochen, nachdem Annalena Baerbock in Washington war, einen Abstecher nach Berlin macht, von Kiew aus und da eben nicht nach Paris oder London reist, zeigt, dass Deutschland durchaus eine wichtige Rolle offensichtlich aus Sicht der Amerikaner spielt. Und man wird sich da dir Anthony und dir Annalena ins Ohr hauchen, eben als Kontrast zu dem Treffen, das sehr kühl war mit Herrn Lavrov, um den Schulterschluss des Westens zu zeigen. Darum geht es tatsächlich. Ich erwarte nicht, dass also neben den Sanktionsdrohungen, die es bereits gibt, da nochmal neue hinzukommen oder gerade militärisches Säbelrasseln. Das wird es alles nicht geben. Es geht tatsächlich darum, nun in kurzen Abständen zu demonstrieren. Wir halten zusammen und Russland sollte nicht allzu sicher sein, dass der Westen ja, sich am Ende nicht traut, tatsächlich eben harte Sanktionen zu verhängen. Und dann Blinken und Lavrov am Freitag in Genf. Genau, die kommen dann auch noch zusammen. Aber auch da, glaube ich, ist das Erwartungsmanagement eher niedrig anzusetzen. Die Russen erwarten ja, dass der Westen oder die NATO-Sicherheitsgarantien abgibt für Russland, auf denen soll stehen, die Ukraine darf nie Mitglied der NATO werden. Da sagt jetzt der Westen, der hat zwar gar kein großes Ansinnen im Moment, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, aber es ist ein abstraktes, wir können das jetzt eigentlich nicht auf irgendeinem Zettel festlegen, weil die Zukunft, man weiß nicht, was die bringt. Und deshalb wird man auch bei diesem Treffen am Freitag eher hoffen können, dass nicht die Stimmung schlechter wird. Ob sie besser wird, auch das glaube ich, muss man bezweifeln. So, Blinken hat schon mal gesagt, mit einem Verweis auf Russland, dass die doch dann sich jetzt mal auf einen friedlicheren Weg begeben sollen, dass die Ukraine unterstützt wird mit 400 Millionen. Jetzt ist in Deutschland die Diskussion losgebrochen. Vielleicht sollte man doch militärisches Abwehrgerät liefern, ja oder nein. Wo führt das noch hin? Naja, da ist zum Beispiel die Rede von Schiffen, die die Ukraine ganz gerne hätten. Aber da muss man natürlich immer weiterdenken. So ein Schiff allein fährt ja noch nicht erstens dahin, wo es hin soll. Es braucht auch immer Mannschaft dazu. Und deshalb ist die Debatte eher diejenige, weniger, dass man militärisches Material liefert, weil das muss auch immer erst bedient werden, sondern dass man tatsächlich die Ukrainer mit Ausbildung versorgt, dass man denen versucht, Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich besser wehren zu können. Man muss sagen, man kann liefern, was man will. Die ukrainische Seite wird niemals das Gewicht erreichen, das die 100.000 russischen Soldaten auf der anderen Seite haben. Das ist immer nur Kosmetik. Deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, nicht hier gleich den Grad der militärischen Eskalation zu weit zu treiben und tatsächliches Material zu liefern, sondern sich erstmal auf die tatsächliche Ausbildung zu beschränken.